In der ersten Rennen des Jahres ist immer was Besonderes. Ja, ist toll. Also Hockenheim, erste Rennen und letzte Rennen sind eigentlich von Zuschauern her die besten Rennen. In Hockenheim zu gewinnen, wenn normalerweise viel Zuschauer hier ist, man fängt ja gut an. Hockenheim, der Auftakt letztes Jahr, war nicht mein erstes DTM-Rennen und das war unglaublich. Man weiß nie, wo die Leistung ist von Auto und sein ganzes Paket im Vergleich mit Konkurrenz. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass in der DTM natürlich viel mehr Interesse herrscht, aber so viel habe ich dann doch nicht erwartet. Ich habe eine super Erinnerung von meinen ersten Rennen in Hockenheim. Ich war bei der Startgrid, Qualifying war nicht so schlecht und Norbert Haug ist zu mir gekommen, hat gesagt, hey, du musst zu dem Mercedes-Benz Grandstand in die Green Flag Lab gucken, wir haben etwas für dich organisiert. Und ich habe gedacht, oh, das ist so schön, sie haben vielleicht eine kleine schottische Flagge oder etwas. Ich bin die erste Halbrunde gefahren und ich habe zu dem Mercedes-Benz Grandstand geguckt und die ganze Grandstand war, hallo Susi, mit einem großen Plakat und das war unglaublich, ich war so überrascht. Der Unfall ist passiert und ich denke nicht mehr darüber. Ich bin wieder voll und fit. Das war natürlich ein harter Rückschlag. Ich habe mich sehr, sehr lang darüber gekämpft, um weiter zurückzukommen. Die Erinnerung, die ich habe von Hockenheim 2005, war ein gutes Qualifying. Mein erster Qualifying, mein erster Super Bowl. Ich glaube auch, man kann sagen, dass die, wo in Hockenheim gewinnt, sind immer dabei in dem Meisterschaftskampf am Ende des Jahres. Und ich glaube, da kann man auch sagen, dass es für jeden Rennfahrer wichtiger ist, eine Saison gut zu anfangen. Ja, ich freue mich jetzt nicht. Wir hatten dieses Jahr im Winter ein wirklich sehr, sehr langes Loch. Wir durften eigentlich kaum testen. Es war alles sehr lang. Also vom letzten Rennen jetzt bis zum ersten Rennen, der Abstand war irrsinnig groß. Aber ich bin schon heiß aufs erste Rennen und ich kann es eigentlich kaum erwarten.